Ja, hi, Vanessa, ich bin's. Wo bist du? Ich versuche dich schon den ganzen Tag zu erreichen. Ja, ich muss dir nachher unbedingt erzählen, wie es gestern Abend noch mit dem Typen gelaufen ist. Ja, kann ich dich in einer Stunde noch mal anrufen? Ach, Mist, du bist ja noch verabredet, stimmt. Nee, jetzt ist schlecht. Ich muss Paula noch aus der Wanne holen. Dann müssen wir noch Haare föhnen, Zähnchen putzen, Gute-Nacht-Geschichte erzählen. Es dauert noch ein bisschen. Pass auf, ich melde mich gleich noch mal. Ja, ich rufe dich gleich noch mal an. Tschüss. Und so begab es sich, dass der Prinz zu spät auf dem Schloss erschien, wo die Prinzessin ihn sehnsüchtig erwartete. Zu ihrer Überraschung sah er gar nicht aus wie auf den Bildern. Der Prinz hatte gelogen, denn er war hässlich wie die Nacht. Aber die Prinzessin hatte ein gutes Herz und sah darüber hinweg. Kannst du mir folgen? Ja, klar. Erzähl weiter. Zudem hatte der Prinz eine mächtige Fahne mitgebracht. Und wie die Prinzessin später merken sollte, leider nur eine sehr, sehr kleine Lanze. Und mit seiner viel zu kleinen Lanze wollte er immer durch das falsche Tor in die Burg reiten. Da wurde die Prinzessin sehr, sehr böse und verschwand unverrichteter Dinge in die dunkle Nacht.